Wieder mal konnte der FSV Schröck sich auf seine Heimstärke verlassen. Der Tabellenvierte besiegte am Samstag den TuS Nauenheim mit 2:0. Auch wenn der FSV stark ersatzgeschwächt in die Partie ging, galten sie dennoch als Favorit. Nauenheim hielt in der ersten Halbzeit gut dagegen. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Die Nauenheimer sorgten immer wieder für Unruhe im gegnerischen 16er, hatten jedoch ein ums andere Mal Pech im Abschluss. So mussten die stark mitspielenden Gäste kurz vor der Halbzeit den ersten Dämpfer hinnehmen. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite landete der Ball beim Schröcker Matthias Pape, der das 1:0 erzielte. Hochmotiviert kamen die Schröcker aus der Kabine und erhöhten nur 6 Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0. Philipp Willershausen passte auf den im Rückraum lauernden Marcel Schmidt, der dem Nauenheimer Torwart keine Chance ließ. Der TuS Nauenheim gab sich trotz des Rückstandes nicht auf, konnte aber offensiv keinen Druck mehr entwickeln. In der Schlussphase gingen die Nauenheimer defensiv ein hohes Risiko ein, sodass Schröck Räume zum Kontern bekam. Es ergaben sich mehrere Chancen, die allerdings leichtfertig liegen gelassen wurden.
So blieb es beim verdienten 2:0 für Schröck. Wow.